immer noch, der denkt seit 3 Minuten ernsthaft darüber nach, dass er dieses Game gewinnen kann. Also der glaubt wirklich dran, weißt du? Es ist nicht so, der glaubt nicht dran, der ist davon überzeugt, ja? Und eine Überzeugung davon zu haben, dieses Game zu gewinnen, ist nochmal was ganz anderes als ein Glauben, ja? Der Neo war absolut kacke, ist mir aber auch völlig egal. Warum? Weil ich mir das erlauben kann. Unser Damage am Turm geht gefühlt gegen Null, ja? So wie die Chancen des Gegners eben auch. Jetzt haben wir hier die Bogenschützenkönige, die wir reinsetzen können. Der Gegner könnte jetzt irgendwie rübergehen, könnte jetzt hier Rambazamba unter der Erde machen. Der Gegner haut aber dummerweise... Oh, er ist so doof. Er ist aber auch so schön doof. Er ist wirklich bei dem Clash Royale Coaching. Wäre er das Vorherbeispiel, wie ein absoluter Lappenspiel, der 10 Stunden von mir gecoacht wurde und dann vielleicht einigermaßen auf dem Trimax-Niveau ist. Was macht denn Citizen hier? Also er spielt ja wirklich wie die größte Kartoffel. Ich fasse das. Ich will ja auch gar nicht flamen eigentlich. Aber leider... sehe ich gerade irgendwie keine andere Möglichkeit, als diesen Gegner hier zu beurteilen.